Über 120 Grundschulkinder der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach durften auch in diesem Jahr sich wieder auf ein buntes Programm der Sommerferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus freuen. Ob draußen in der Sonne oder bei Regen im Haus, das MGH-Team um Susanne Wagner hatte für jedes Kind die passende Unterhaltung. Auch Ausflüge wie ins Azurschwimmbad oder zum Minigolfen gehörten mit ins vielfältige Angebot. So wurde zum Beispiel den Jungen und Mädchen von Masselhahn, einem Mitarbeiter im Haus der Jugend, ein spannendes Projekt angeboten, nämlich Gartenzäune komplett selbst herzustellen. Doch diese Idee hatte auch einen wichtigen und interessanten Hintergrund. Mehr dazu erzählt euch nun der Student von der Hochschule aus Koblenz für Soziale Arbeit. Also speziell in meiner Werkstatt Zaun gegen Ausgrenzung haben wir am Anfang ein Sensibilisierungsgespräch geführt mit den Kindern, ihre Erfahrungen über Ausgrenzung untereinander geteilt und dann haben wir angefangen zu werken. Das heißt, wir haben die Bretter zurechtgeschnitten, immer so circa 1 Meter Stücke, dann wurden sie geschliffen, dann wurden die Bretter grundiert und dann bemalt. Und am Ende gab es noch eine Reflexion zwischendurch, wurde mir klar, dass die Kinder das Thema Ausgrenzung nicht ganz verstanden haben. Da haben wir ein kleines Spiel gemacht, in dem wir 3 Personen hatten. Eine davon war ich oder ein anderer Betreuer und dann haben wir einen Ball hin und her geschmissen. Ich habe dann immer nur mit einem Kind gesprochen und ihm den Ball zugeschmissen und es hat ihn mir zurückgeschmissen, automatisch. Und bis auf eine bzw. 2 Gruppen hat das immer geklappt, dass sich einer ausgegrenzt gefühlt hat und das verstanden hat. Und das war sehr interessant zu beobachten, wie verschiedene Kinder darauf reagieren und in welchem Alter man was von welchem Kind erwarten kann. Wohlgemerkt leben hier in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach über 70 verschiedene Nationen. Dabei spielt das Thema Inklusion eine große Rolle. Und um dies bereits an Grundschulkinder heranzutragen zu lassen, ist nicht nur wichtig, sondern fördert auch das Miteinanderleben hier in der kleinen, aber feinen Stadt. Das gemeinsame Mittagessen, ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs, so wurde auch vor dem Essen ein gemeinsames Tischgebet ausgesucht und vorgelesen. Nach der Stärkung lud ich ein paar Kinder ein, um mit mir ein wenig zu plaudern. Wo ich zum ersten Mal hier war, war es mir alles so ein bisschen komisch. Ich war in einer anderen Umgebung und da waren viel mehr Kinder wie sonst immer. Und habe halt dann nächsten Tag habe ich Freund gefunden und nächsten Tag noch mehr Freunde. Und dann bin ich halt am Schluss, wo die erste Ferienbetreuung zu Ende war, habe ich halt ganz viele Freunde gehabt. Und ja, dann war die zweite Ferienbetreuung. Dann wollte ich noch mal mit meinen Alten, aber dann waren nicht so viele da von meinen alten Freunden. Dann habe ich mir halt nochmal neue gesucht. Und ja, und dann habe ich und Nikita mich befreundet halt. Und dann wollten wir da Säge halt. Also hier im MGH hat man viel zu erleben. Also man geht auch oft ins Schwimmbad, auch es gibt da verschiedene AGs, zum Beispiel Backen, Werken. Werken zum Beispiel, da gibt es ein Thema, da machen wir gerade einen Zaun. Wir haben den schon fertig gemacht. Ich hatte so viel Spaß, weil heute zum Beispiel, war ich im Backen, da haben wir Pizzabällchen gemacht und wir machen noch Fruchteis. Und ja, entdecken konnte man das, also konnte ich zum Beispiel vorher nicht so viel mit anderen Kindern spielen, weil auch in den Ferien und am Wochenenden, da konnte ich nicht mit meinen Freunden Zeit verbringen, weil die irgendwie woanders waren. Aber hier kann ich neue Freunde kriegen und dann auch mit denen spielen, weil das ganze 3 Wochen waren. Für mich ist es sehr wichtig, weil dann ist man nicht so allein und man kann mehr Gefühle aufbauen und man kann Freunde finden und alles. Das ist wunderschön.
Schöne und einfühlsame Worte von so jungen Menschen. Ich bin beeindruckt. 3 Wochen lang haben Susanne Wagner, Jochen Siegmüller mit dem MGH-Team sowie den FS-Sottlern vom Jugendbüro Rammstein alles gegeben, damit es den Kleinen rund um die Uhr gut ging, sie Spaß hatten und immer wieder neue Sachen erlebt und gelernt haben. Inzwischen ist die langjährige Betreuerin Marlies in ihrem wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Lange war sie mit dabei, hierfür ein großes Dankeschön. Und auch in den Herbstferien vor ein paar Wochen war die Ferienbetreuung wieder ein voller Erfolg und die Nachfrage steigt stets an. Ja, liebe Zuschauer, leider ein wenig verspätet, aber dies war der letzte offizielle Beitrag der Sommerzeit 2017. Inzwischen ist es ja schon Herbst und die nächsten Beiträge stehen schon in den Startlöchern. Freut euch, bis zum nächsten Male mit Rammstedt TV.